Hallo Leute, da bin ich wieder, der Klaus Weise von XXL Modellhelikopter. Lang habt ihr nichts mehr gehört von mir, jetzt machen wir wieder neue Videos. Bis zum Herbst werden es einige mehr werden. Anfangen werden wir dieses Jahr mit unserem großen Tandemhubschrauber. Das ist das Produkt von Hans Viehhauser, sein eigenes Modell. Und der wird uns heute etwas vorstellen, was er da gebaut hat, wie er es gebaut hat und, sag ich mal so, aus was er es gebaut hat. Und hinterher kommt in einem weiteren Video dann die Bausatzvorstellung. Da haben wir nämlich einen Bausatz dafür gemacht. So, jetzt darf ich den Hans bitten. Kennt ja jeder. Hallo. Mein Freund Hans Viehhauser, den alten Tannenkonstrukteur. Und der wird jetzt sein Modell hier für euch einmal demonstrieren und vorstellen. Inspiration zum Tandem kam ja für dich eigentlich aus Stabio Mendrisio, kann man sagen. Da waren wir auf dem Heli-Treffen und da war auch Egidio Maglio, den kennen viele. Ja. Und der hat schon einen Tandem gebaut. Und zwar hat seine Tochter damals einen Mini-Hirobo-Tandem geflogen aus einem Bausatz und er wollte den vergrößern auf 3 Meter. Und so bin ich zum Egidio gekommen und habe ihm GFK-Rotorblätter damals, war Sensation, so Anfang der 90er für sein Riesentandem geliefert. Letztendlich kam Hans dann nach Stabio und hat es gesehen und auch der Ewald Heim damals war sehr aktiv mit Tandems. Unter anderem gab es auch noch den Gerhard Pahl, der hat auch was gebaut oder den Tandem Kunstflug geflogen. Es war jetzt auch nicht so unsere Schiene, aber letztendlich war es so. Und das hat den Hans inspiriert, dann so ein Modell zu bauen, wobei er dann so, ich würde mal sagen, Ende der 90er damit angefangen hat. Erste Konstruktionen, Zeichnungen, ein Riesenplan am Dachboden. Ja, so ging das los, oder? Stimmt. Ja, und das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Und er wird es jetzt vorstellen. Hallo miteinander. Also dank guter Vorbereitung hatte ich das Modell innerhalb einem halben Jahr gebaut. Über Weihnachten hatte ich die Urform gemacht, anschließend die GFK-Formen, die Mechanik und im August etwa, im gleichen Jahr, ist sie dann auch geflogen, erfolgreich. Angetrieben wurde damals das Modell mit einem Kettensägmotor mit 54 Kubik, einem Solomotor, der umgebaut wurde auf Methanol. Die Leistung dieses Motors reichte, um Modelle mit ca. 20 Kilo Abfluggewicht problemlos zu fliegen. Mit der Steuerung gab es damals etwas Probleme, und zwar hatte Magnus Bisum festgestellt, dass die Hubschrauber leicht ins Pendeln kommen über die Querachse. Das heißt, es können Schwingungen auftreten auf Nick, was zum Zerstören des Modells auch beitragen konnte. Aus diesem Grund hatte ich Kreisel vorgesehen, und zwar noch die mechanischen, die es damals gab, mit Elektromotor und Gewicht. Die meisten werden es noch kennen von Grabner und Roppe. Und dadurch vermied ich das Problem, was Magnus Bisum beschrieben hatte. Ich habe es nie anders probiert. Vielleicht würde das Problem auch nicht auftreten bei der Größe, aber das Risiko war mir zu groß. Ja, und das war halt Geschichte. Und wer es nachlesen will, das haben wir hier im Rotor dokumentiert, habe ich gerade gefunden. Das ist ein Jahrgang 99, Dezember, Heft Nummer 12. Da ist alles genau beschrieben von Hans, seinem ersten Flügen, ersten Tandem, ersten Motoren. Das war in Coburg beim Elefantentreffen, glaube ich. Ja, das schaut nach Coburg aus. Elefantentreffen. Tja, Hans, ich leg dir hier, vielleicht kannst du es noch als Gedenkstütze. Es gab damals noch ein kleines Problem mit der Giersteuerung. Und zwar beim Steuern der Gierbewegung musste man die Bewegung wieder ausleiten. Das heißt, wenn man nach links gesteuert hat zum Beispiel und das Modell sollte dann aufhören zu drehen, musste man immer gegensteuern. Und aus diesem Grund kam man wieder Kreisel im Einsatz. Und ich hatte damals bis zu 6 Kreisel in dem Modell verbaut. Trotzdem flog das Modell sehr schön, ruhig, vorausgesetzt war ein nicht zu starker Wind. Also bei einigermaßen ruhigem Wetter war das Modell sehr schön zu fliegen. Und jetzt mache ich einen Sprung in die heutige Zeit. Die Technik hat sich gravierend verbessert. Zum Einsatz kommen jetzt nicht mehr Verbrennungsmotoren, sondern in diesem Fall Elektromotoren. Und die Stabilisierung geht jetzt sehr gut mit elektronischen Stabilisatoren, wie zum Beispiel den Daemon 3SX, der einen Tandem-Mode mit integriert hat. Es gibt mehrere Varianten von dem Modell und ich muss sagen, jedes davon funktioniert tadellos.
Jetzt möchte ich mal ein paar, also meine Ausführung vorstellen. Halt, jetzt haben wir total was vergessen. Da war doch noch die Sache mit dem, mit der Urkunde. Der Tandem, so wie ihr ihn hier seht, nicht der vom Hans, sondern ein anderer Kunde hatte den, hat einen Geräteprüfschein bekommen. Und zwar war das 2010, soweit ich weiß, das erste zugelassene große Hubschraubermodell in Deutschland. Der Tandem hatte damals so 34 Kilo, war noch etwas schwerer als heute, hat aber die Gerätezulassung komplett durchflogen, sage ich jetzt mal, und auch bekommen. Der Beweis ist hier. Also, wahrscheinlich das erste zugelassene Großmodell in Deutschland. Und jetzt könnt ihr weitermachen. Dieses Modell wiegt jetzt, glaube 24 Kilo mit meinem größten und schwersten Akku. Und zwar mit einem 12S 14.000er Akku, mit dem ich ja, bis zu 15 Minuten auch fliegen kann. Länge ist, glaube ich, 2,30 Meter. Der Rotordurchmesser habe ich 2,35 Meter bis 2,40 Meter. Möglich sind bis 2,70 Meter. Jetzt werde ich euch ein bisschen was über die Mechanik erzählen und euch was zeigen. Machen wir erstmal vorne auf. Viele Anbauteile sind hier nur mit Magneten gesichert und sind leicht zu entfernen. So, die Mechanik der Tandems ist eigentlich nicht recht anspruchsvoll. Man braucht nur zwei Winkelgetriebe hinten und vorne, die miteinander starr verbunden sind, was ganz wichtig ist. Man kann den Antrieb vorne oder hinten einbauen oder auch in die Mitte. Da ist man frei. Was ich gemacht habe, ist im Vergleich zu manchen anderen Konstruktionen, dass der Rumpf als tragendes Teil mit integriert ist. Es gibt welche, die haben ein fester Chassis und der Rumpf wird nur angestraubt. Ich habe hier den Rumpf als tragendes Element mit eingefügt. Vor etwa 3 Jahren wollten zwei Modellbaukollegen auch ein Tandem haben und da bin ich hergegangen, habe die Konstruktion neu gemacht und gleich mal 3 Stück aufgebaut. Hier ist ein Kegelrad, Getriebe, das Zahnrad. Auf dem Zahnrad sitzt oben ein Motor. Der Motor ist in dem Fall ein Hacker A80. Man kann aber beliebige Motoren in dieser Leistungsklasse verbauen. So in etwa sieht die Verbindungswellen zwischen den zwei Getrieben aus. Wichtig ist hier, dass die Verbindung starr ist, damit die Rotorblätter ineinander kämmen können und sich nicht dann gegenseitig zerstören. Wie man hier sieht, sind die beiden Ruderwellen synchronisiert. Das heißt also, ein Blatt greift immer wie ein Zahnrad in den Zwischenraum zwischen den vorderen Blättern rein und dadurch kann kein Blattsalat passieren. Wie man hier sieht, ist die Steuerung und die hinten platziert. Hier sieht man den Empfänger, den Dämmern und ja, die zwei Servos. Das Modell, man möchte glauben, wird mit insgesamt 4 Servos gesteuert. Mehr braucht man nicht. Ich möchte euch mal kurz die Steuerfunktionen erklären, wie man so einen Tandem Heli steuert und fliegt. Beim Steigen wird wie bei jedem anderen Heli die Taumelscheibe nach oben und unten gesenkt, und zwar die vordere und die hintere Taumelscheibe parallel. Bei der Rollsteuerung ist es auch vergleichbar mit dem einrotorigen Hubschrauber, da wird die Taumelscheibe nach rechts bzw. nach links parallel geneigt, und zwar vorne und hinten gleich. Da ja ein Tandem keinen Heckruder hat, erfolgt die Giersteuerung über die Rollsteuerung, und zwar gegensätzlich.
Wenn ich jetzt nach rechts gieren möchte, dann neigt sich die Tammelscheibe vorne nach rechts und hinten nach links. Entsprechend steuere ich jetzt nach links, vorne nach links, da dreht sich jetzt der Helikopter. Je nachdem, wenn sie gegen den Uhrzeiger sind, und die Tammelscheibe hinten bewegt sich in die andere Richtung. Genauso sieht es mit der Nichtsteuerung aus. Da wird die Tammelscheibe vorne gesenkt und hinten gehoben, wenn man nach vorne fliegt, und umgekehrt, wenn man nach hinten fliegt. Ich steuere jetzt mal nicht nach vorne und dann nicht nach hinten. Wie man sieht, ist der Weg relativ klein. Man braucht also keinen großen Weg für die Nicksteuerung. Der 3SX verfügt über alle Mischer, die für den Tandem notwendig sind. Man könnte diesen Hubschrauber mit einer simplen, einfachen 4-Kanal-Fernsteuerung fliegen. Interessant ist auch der Schwerpunkt des Modells. Der Schwerpunkt ist nicht genau in der Mitte der beiden Rotorwellen, sondern etwas weiter vorne. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil der obere Rotor Luft auf den unteren Rotor bläst. Also ich befestige den Akku, nicht diesen hier, mit Glätt auf der Platte, schließe ihn an und schiebe ihn hier in den Rumpf, und zwar da hin, so weit hinter, dass der Schwerpunkt passt. Wie man sieht, kann man durch die Positionierung des Akkus den Schwerpunkt bestimmen, und man ist sehr flexibel mit dem Akku, mit der Größe und mit dem Gewicht vom Akku. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked's mich, schreibt's mir in die Kommentare, wenn noch Fragen sind, und abonniert's mich. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.